Willkommen Freunde zu einer neuen Folge von GTA 5. Im Hintergrund seht ihr ein Flugzeug, ein Hubschrauber, man weiß es nicht so genau. Und zwar die CV-22B Osprey, das ist ein Kipprotor-Wandelflugzeug. Das heißt, wir können damit ähnlich wie bei der Hydra, ja quasi wie ein Hubschrauber, ja gut, das ist bei der Hydra nicht, aber wir können hier quasi wie mit einem Hubschrauber fliegen oder halt wie mit einem Flugzeug. Und wir können halt senkrecht, wie bei der Hydra, das wollte ich damit sagen, starten. Boah, auch die ganzen Details. Ich glaube, wir steigen nicht ein. Wir gucken uns das erstmal an. Es gibt nämlich wirklich sehr viele Details hier. Man kann ja alles Mögliche machen. Und auch die Rotoren bewegen sich dann realistisch. Und wir können diese Tür hier aufmachen. Und dann hier sogar... Kann man hier rein? Das weiß... Das muss doch irgendwie klappen, oder? Ein bisschen schade. Irgendwie müsste man jetzt hier noch rein. Na gut, okay, dann gehen wir jetzt mal in das Flugzeug rein. So. So, da hinten steht die Vellum. Die Vellum. Ja, das ist das Cockpit. Auch sehr detailliert, sieht sehr cool aus. Wir haben jetzt gerade mal die Rotoren angemacht, diese da oben. Irgendwas ist gerade da hinten reingefahren, habe ich das Gefühl. So, dann gehen wir mal in die andere Sicht. So sieht das von außen aus. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Xbox-Controller mit dem Steuerkreuz mal nach rechts drücken, zack, dann mähen wir erstmal den Rasen hier. Also es ist jetzt nicht so gut. So, ich würde sagen, wir starten mal. Ja, es funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Fahrwerk ein, okay. Aber ich habe natürlich noch was Besonderes, wo wir jetzt landen werden. Hier eingefügt. Gestern kam ja eine Folge, da habe ich ungefähr hier, da hinten an der Stelle an den Docks, noch eine Ölbohrinsel eingefügt, weil ich halt ein bisschen mit user-generierten Karten hier herumprobiert habe. Und ich dachte, das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir den Flugzeugträger hier nochmal einfügen. Den haben wir bis jetzt ja nur innerhalb einer Mission in GTA Online spielen oder sehen können. Und den habe ich dann auch so vorgestellt. Und ja, ich habe einige Mods installiert. Unter anderem halt den Mod-Editor, dann die Möglichkeit, dass man auch diese Heist-Objekte hier, also von den Heist-Missionen hier sieht. Zum Beispiel halt den Flugzeugträger, den Aircraft Carrier. Dann gibt es noch diese große Yacht und noch irgendetwas. Und ja, da gehören mehrere Mods zu, dass es funktioniert dann auch, dass man da wirklich, schalten mal um, dass man da wirklich rein kann, dass man sich da alles angucken kann. Und auch diese Mod hier zu dem Hubschrauber-Flugzeug-Gedöns, zu dem Wandelflugzeug, ist ein bisschen, ja, nicht komplizierter oder komplexer, aber da gehören schon ein paar Sachen dazu, das wieder zu installieren. Also es hat wieder einen Moment gedauert, das alles so miteinander zu kombinieren, aber ich fand es ganz cool und ich glaube, das hat sich auch gelohnt. So, da ist der Flugzeugträger schon. Wer den noch gar nicht gesehen hat, wird sich jetzt vielleicht auch freuen, weil normalerweise gibt es den halt nicht im Singleplayer und wir sind hier ganz klar im Singleplayer und durch die Mods gibt es halt jetzt die Möglichkeiten, den hier dann auch einzufügen. Also ich glaube, es sind 3 oder 4 Mods, dass es dann hier so funktioniert. Und dann nochmal der Mod-Editor, beziehungsweise der Map-Editor. Und ich versuche mal hier zu landen. Einmal gibt es den einen normalen Jet da und dann seht ihr noch dieses schwarze Ungetüm da hinten stehen. Das ist eigentlich die Hydra, aber ich hatte ja letztens noch die Mod, die Batman-Mod installiert. Und da gibt es ja auch... Moment, ich muss mal hier schön landen. So, fahr weg. So. Batwing, oder? Heißt der. Von Batman. Das Flugungetüm. Das haben wir auf jeden Fall dann uns ja auch angeguckt. Und das basiert halt auf der Hydra. Und deswegen ist jetzt hier keine Hydra zu sehen, sondern das Modell. Oh. Ja, irgendwo ist hier eine unsichtbare Mauer. Tatsache. Ah, hier wird. Ah, okay. Das ist ja ein bisschen seltsam. Dann landen wir jetzt hier. So, schön gelandet. Super, wunderbar. So, ja, ich muss mich jetzt ein bisschen aufs Landen konzentrieren. Also nochmal, das ist hier von Batman das Flugzeuggedöns. Basiert halt auf der Hydra und deswegen wird das hier angezeigt. Ich hätte natürlich die Hydra jetzt auch wieder reintun können, war ich aber zu faul oder hab's vergessen. Sucht euch da irgendwas aus. Ansonsten gibt es hier noch den Cargo Bob und es gibt auch ganz viele Soldaten, die hier herumlaufen. Finde ich ja cool. Und ja, die Frage ist natürlich, soll ich mich jetzt hier nochmal so ein bisschen umgucken, weil das habe ich ja eigentlich schon mal gezeigt. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute das gesehen haben, das ist auch schon wieder etwas länger her. Und das ist halt jetzt der Singleplayer.
Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Hier steht zum Beispiel ein bewaffneter Soldat, der hier aufpasst, wer hier reingeht. Aber wir dürfen natürlich hier ohne Bedenken reingehen. So, dann kann man nämlich hier hochgehen zur Brücke. So, so, so. Hier steht auch noch einer. Hallo. Guten Tag. Dann kann man hier noch ein bisschen höher gehen. Dann kann man hier sogar... Ja, das ist die Brücke dann hier. Hier reingehen. Sorry. Guck mal, das sind die ganzen wichtigen Leute hier. Der Kapitän, der Admiral, der... Ich habe keine Ahnung. Wer. So. Schön hier, ne? Auch die ganzen Instrumente sind an. Die ganzen Maschinen, die ganzen Computer, Bildschirme, alles Mögliche. Es herrscht ein geschäftiges Treiben hier, auf jeden Fall. So, man kann, glaube ich, sogar noch höher, oder? Kann man noch höher? Ja. Genau, dann sehen wir nämlich das Ganze auch mal von oben. Aber wie gesagt, also ich habe das schon mal gezeigt. Kann ich natürlich irgendwann nochmal in Ruhe zeigen. Aber ich glaube, die meisten haben das mittlerweile schon gesehen. Ist ja jetzt auch schon länger her, dass das alles hier so einsehbar ist. Schade eigentlich, dass Rockstar Games das nie hinbekommen hat. Oder das nie wollte, keine Ahnung. Da muss man sich das halt irgendwie dann selber machen, aber ja, die Mods, die machen es sich ganz gerne selber. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache, ich feiere das. Und wie ich ja eben meinte, da gibt es ja auch noch die Yacht aus den Heist-Missionen, diese große Yacht, also diese Yacht, wo man dann wirklich an Bord kann, diese betretbare Yacht. Und die kann man sich dann auch angucken, habe ich jetzt gerade nicht geladen, kann man aber gern machen, wer das gerne hätte, einfach vielleicht Hashtag Yacht in die Kommentare oder einfach sagen, yo, ich hätte gerne auch mal die Yacht gesehen. Und dann können wir das auf jeden Fall gerne mal machen. Natürlich kann man jetzt auch hier, also hier, doch, hier kann man auch rein. Natürlich kann man auch hier runtergehen in den Bauch des Flugzeugträgers. Und ja, wer die Heist-Mission gespielt hat, kennt das wahrscheinlich. Da stehen dann auch die ganzen Jets unten. Und so sieht es dann da halt aus. Hier kann man dann halt noch ein bisschen weitergehen und so. Auf jeden Fall eine coole Sache. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Ja, ich wollte ja eigentlich die Osprey vorstellen. Oh, es sieht cool aus mit dem Licht, oder? So. Schade, dass es mit dem Einsteigen so ein bisschen blöd aussieht. Aber ansonsten, also ich war echt fasziniert, was der User hier erstellt hat. Also es sieht schon, das ist somit das interessanteste Flugobjekt, das es hier gibt, würde ich mal so sagen. So, es regnet gerade. Es dauert auch Tatsache immer einen Moment, bis der abhebt. Also er ist schon relativ schwer. Ich weiß allerdings nicht. Nein. Wie man die Klappe aufmacht. Ich könnte natürlich einfach so machen. Aber das mache ich noch nicht. Nee, das mache ich noch nicht. So, ich muss mal ein bisschen das Fliegen hier lernen. Alter Schwede. Boah, das ist aber... Oh, jetzt kommt aber hier der Sturm auf. Muss man echt voll aufpassen, dass man hier nicht abstürzt. Ja, vor die Turbulenzen hier. Boah, alter Schwede. Ich versuche nämlich jetzt hier das Fahrwerk mal einzufahren. Versuche mal hier zu landen. Wow, Alter, nein, ich komme nicht mehr. So. Versuchen wir mal hier so zu landen. Ob das geht, weiß ich nicht. Ja, es hat auf jeden Fall irgendwie noch funktioniert. Es ist nicht so dafür geeignet, oder? Eigentlich müsste man halt so landen, weil sonst kommen natürlich die Rotoren an den Boden. Und das ist nicht so gut. Was man natürlich auch gerne machen kann, ist so und dann einfach in der Luft mal den Fall simulieren, dass die Rotoren ausfallen. So. Nein, das war hier, ne? Genau. Engine off. Dann sieht das so aus. Wow! Nee. Nicht schlecht. Krass. Okay, wir machen mal wieder an. Moment. Was ist denn, wenn ich dem jetzt eine neue Frisur verpassen möchte, dem Typen da? Wow, Alter. Okay. So. Was ist da in der Luft die ganze Zeit? Ein bisschen seltsam. So. Wenn ich dann hier, genau, hier lande und dann mache ich so. Okay, ja, funktioniert auf jeden Fall. So, ich steige hier mal wieder aus. Das ganze Wasser sammelt sich hier gerade an Deck. Und ja, an euch mal die Frage, wie findet ihr denn
die Osprey. Ein wunderschönes Flugzeug, oder? Also der Modder hat sich da schon echt viel Arbeit gemacht, viel Mühe gegeben. Alter, was ist denn hier los? Ach so, ah, die Polizei greift gerade an. Natürlich. Dann wollen wir natürlich an dieser Stelle auch mal ein bisschen mithelfen. So, haben wir? Dann könnten wir eigentlich auch mal sagen... Das kann man gar nicht mehr. Boah, ich wollte eigentlich die Polizei. Genau. Warum geht das nicht? Ich möchte Polizei haben, Leute. Aber ich hatte ja eben Polizei. Na gut, will gerade nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ja, okay, wir sind unsterblich. Ach so, jetzt weiß ich, warum die Polizei nicht angezeigt wird. Weil ich das komplette Interface deaktiviert habe. Kann man machen, oder? Ja, kann man machen. Ach, da oben sind... Ach so, hier. Wo sind die denn alle? Ach, hier ist auch noch einer. So, jetzt kommt die Polizei auf jeden Fall auch gerade. Gegen wen schießen, kämpfen die Soldaten denn dann? Gegen die Polizei oder gegen mich? Oder gegen beide? Hä? Von wo? Von wo? Ach, guck mal hier. Ach, die AK ist immer noch die schönste Waffe, oder? Wobei, wir könnten natürlich auch hier die, Desert Eagle ausprobieren. Natürlich in Gold, ja, so muss das sein. Boah, sieht schon cool aus, die Waffe, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Oh, Alter! Was ist mit dem los? Jetzt gerade runtergefallen. Na komm, wir nehmen was Größeres. So. Boah, der Cargo-Bob hält echt 3 Schüsse aus. Ist da gerade einer... Huh? Ist da gerade einer gelandet? Ist da gerade einer abgestürzt? Ah, nein, daneben. Nein, schon wieder daneben. Ey, das kann doch nicht sein. Jawohl, das war ein schöner Treffer. Den habe ich mir auf jeden Fall verdient. So, so sieht die Osprey in kaputt aus. Sehr schön das Wetter hier. Ich mag das ja wirklich. Ich mag das wirklich, wenn es in GTA regnet. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich finde das einfach super, wie sich das Wasser hier sammelt, wie die Regentropfen dann hier in den Pfützen aufschlagen. Ach komm, haben wir nichts Ordentliches? Das ist auch schön. So, der Helikopter ist Geschichte. Boah, Leute, ich muss ja hier echt mal clearen, ey. Das kann nicht sein, dass hier immer noch Leute rumlaufen. So. Das, ganz ehrlich, das macht einfach Bock mit der Minigun. Das ist einfach super. War es hier eben auch so dunkel hier? Ja, ne? So, mal gucken, wer hier noch so ist. So, ich glaube, der ist nicht mehr. Boah, ist richtig dunkel geworden hier, oder? Soll ich es mal wieder heller machen, damit man wieder irgendwas sieht? Was machen wir denn? Wobei, einfach nur... Das sieht auch geil aus, oder? Das hat eine ganz eigene Stimmung gerade. So, gehen wir noch ein Stück höher und gucken, ob hier auch noch jemand ist. Hallo?
Wie er so sieht. Oh, ins Wasser gestürzt. Hoffe, man kann noch was erkennen, weil es gerade so dunkel ist. Ja, ich glaube schon, oder? Na, guck mal hier. Hm, was haben wir denn hier Nettes? Ach, guck mal. Oh, oh. Was? Na, ja, nicht. So, mal gucken, ob... Nicht zurückschmeißen. Wow, alter Schwede. Aber nicht noch was anderes? Schneeball, Kanister. Kann man auch mal machen, oder? Komm, das machen wir jetzt noch. Da, 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 da. Ich bin heute kreativ. Ah, aua. Aber funktioniert das denn? Geht das denn, wenn dann alles hier nass ist? Da, da, da. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Ich hätte mal ein P machen können für Patrick, aber... Oder für PZ. Aber ist es jetzt dann doch nicht geworden. So. Schön, oder? Ein kleines Feuer für euch, für die Community. Guckt mal hier, ich habe ein Feuer gemacht. So. Ist hier noch einer? Da oben ist, glaube ich, wirklich keiner mehr. Oh, die sind gerade gegeneinander geflogen. Okay, das ist auch schön. Hallo. Ey, was ist mit dem los? Hat er gar keinen Bock auf mich? Moment. Ah, hier ist wieder dieses seltsame Ding in der Mitte. Hallo. Wow, jetzt ist er da runtergefallen. Hi. Was machen die denn da? Zu dritt fliegen die gegeneinander? Komm, wir haben bestimmt mal noch was Größeres. Ja, das kann man auch mal machen. Ja, schön, schön, schön. Nein, daneben! Boah, dann ist das aus der Fahrzeug- oder Hubschrauber-Vorstellungsfolge quasi eine Amok-Lauffolge auf dem Flugzeugträger geworden. Cool eigentlich, oder? Kann man, wollte ich aber noch mal machen. Wow, was ist... Ah, dieses... Sag mal, was ist denn hier los? Hi. Hey, warum wird der Raketenwerfer nicht mal angezeigt? Das ist ja seltsam. Na gut, okay. Ich mach mal an dieser Stelle Pause. Beziehungsweise eine... Aufnahmepause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Da werde ich dann wahrscheinlich diese eine Villa vorstellen. Mal gucken. Und ja, wie gesagt, in die Kommentare gerne, was ihr von dem Osprey oder von der Osprey, glaube ich, haltet. Meiner Meinung nach sehr cool. Ein sehr cooles Fluggefährt. Eine sehr coole Mod. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.